Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Bergmanns Woche Nummer 27. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt auch schon einen ersten Teil, denn es hat alles gar nicht in ein Video gepasst, was wir diese Woche erlebt haben. Wir waren in Bayern, wir waren in Österreich, wir waren auf der Zugspitze, wir waren auf der längsten Hängebrücke der Welt. Wahnsinnig viel, was wir erlebt haben. Und damit ihr jetzt nicht den Anschluss verpasst, solltet ihr zuerst mal den ersten Teil schauen. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, den findet ihr auf meinem Kanal. Der ist seit 18 Uhr, seit Sonntag 18 Uhr online. Dieses Video habe ich hier ein bisschen zeitversetzt als zweiten Teil um 18.15 Uhr hochgeladen. So, und ja, wollen wir nicht drum rumschnacken. Ne? Es geht nahtlos weiter. Wie gesagt, den Samstag bzw. den Sonntag habe ich euch jetzt schon gezeigt. Und jetzt geht es mit dem Video am Montag weiter. Wir springen direkt nach Österreich an den Frühstückstisch. Ich wünsche euch viel Spaß. Guten Morgen, Kumpels. Ich bin noch ein bisschen durcheinander, was die Haare angeht. Wir haben 8.30 Uhr. Es ist jetzt schon 10 Grad oben auf der Zugspitze. Das heißt, Pullover und Jeans sollte hoffentlich ausreichen. Dicke Jacke, Schal, Mütze, Handschuhe haben wir alles zu Hause gelassen, weil ich die letzten Tage schon den Wetterbericht ein bisschen studiert habe. Heute ist der große Tag, also heute ist Dienstag. Heute geht es auf die Zugspitze. Ich bin mega gespannt. Ich habe richtig Bock drauf. Akkus sind geladen. Ja, es ist im Prinzip alles vorbereitet. Es gibt drei Möglichkeiten, da hochzukommen, drei Seilbahnen irgendwie. Dann gibt es die Gletscherbahn, glaube ich, die bringt uns direkt auf die Spitze hoch. Aktuell schlafen die Kinder noch. Ja, ich bin seit 7 Uhr, kurz nach 7 bin ich wach. Habe schon zwei Kaffee draußen mit Alpenblick genossen. Und ja, jetzt bin ich mal richtig gespannt, wie das wird. Ellie war schon draußen, hat schon ihre Geschäfte verrichtet. Und ich denke, ich werde jetzt aber langsam aber sicher mal die Kids zum Aufstehen bewegen, damit wir da noch ausreichend frühstücken können und dann los können. Das ist ja schließlich auch Ferienzeit. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es in Österreich ist, aber ich weiß, dass seit gestern ist auch in Bayern Urlaubszeit, Sommerferien haben gestern begonnen. Da könnte es also richtig voll werden da oben. Und deswegen müssen wir jetzt mal zusehen, dass wir jetzt mal schnell in die Pötte kommen und ja, die Bergmänner sind dann auf dem Weg hoch zur Zugspitze. Ich habe richtig Bock drauf, ich hoffe ihr auch, also bleibt dran, jetzt geht's los. So meine Freunde, wir sind jetzt wieder in Deutschland, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde gefahren. Und ich habe was Falsches ins Navi eingegeben. Ne? Wir sind also jetzt quasi falsch. Ne? Wir sind jetzt ca. 20 Minuten von der Zugspitze entfernt. Das da ist sie nämlich, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wir müssen jetzt zum Eibsee. Der ist am Fuße des Berges, am Fuße der Zugspitze. Habe es jetzt im Navi die richtige Adresse gefunden. Und ja, wie gesagt, brauchen jetzt ungefähr 20 Minuten, bis wir dort sind. Und dann können wir dort in eine Seilbahn einsteigen, um dann hochzukommen auf die Zugspitze. Bleibt dran, ne? Wir werden es noch mehr Scheiß bauen. Ich bin da ganz fest überzeugt. Gell?
lieben Kumpels, wir haben es fast geschafft. Wir sind fast am höchsten Punkt Deutschlands angekommen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber das ist ein bombastischer Ausblick hier. Das sieht fantastisch aus. Ich bin mega geflasht, mega begeistert. Das sieht jetzt schon Hammer aus, einfach echt Hammer. Ich versuche das irgendwie auf der Kamera einzufangen und ich muss definitiv ein extra Video davon machen, weil es brutal ist. Ich hoffe, man hört mich gut. Hinter uns ist hier so eine Bahn nochmal, da ist hier so eine Station. Da können wir doch nochmal den letzten Weg hochfahren. Ich habe hier ein bisschen Schwierigkeiten mit der Helligkeit ständig, weil hier ist eine brutale Sonne, sehr, sehr heller Untergrund. Das heißt, die Kamera hat ein bisschen Probleme, das alles so einzufangen. Wenn erst mein Gesicht kalkweiß oder man sieht halt in der Ferne die ganzen Berge nicht mehr. Das ist so ein bisschen meine Schwierigkeit. Ich versuche euch das jetzt mal zu zeigen. Hier oben kann man noch mal hochfahren. Das müsste der Gipfel sein. Hier oben ist der Gipfel, oder? Ja doch, hier oben ist der Gipfel. Da habe ich auch das Gipfelkreuz schon entdeckt. Von der Zugspitze. Da wollen wir natürlich jetzt noch hin. Wir hatten ein bisschen Probleme mit dem kleinen Bergmann, der ja ein bisschen Angst hat vor der Gondel. Der hat sich da vehement gegen geweigert. Er hat permanent schon gesagt, dass er da nicht mitfahren will, hat keine Lust. Zum Glück ist die Bahn bis hier hingefahren, wo wir jetzt sind. Also quasi wie ein Zug, ne? Hat uns jetzt bis hierher gebracht. Und von hier aus ist es jetzt echt nur noch ein ganz kleines Stück. Also diese Gondel, die jetzt hier hochfährt, die braucht vielleicht 5 Minuten. Und das Erste, was der kleine Bergmann gesagt hat, als wir ausgestiegen sind, oh ja, das kleine Stück, das machen wir. Freut mich natürlich riesig, ne? Weil wenn man jetzt schon mal hier ist und hat quasi den höchsten Punkt Deutschlands griffbereit quasi, in greifbarer Nähe und kann dann doch nicht hoch. Das wäre mega ärgerlich gewesen. Wie gesagt, ich sehe das goldene Gipfelkreuz da oben schon leuchten. Es lacht mich an und es ruft nach mir sozusagen. Ich habe richtig, richtig Bock, da oben jetzt auch noch hinzufahren. Ich habe noch T-Shirt an. Es geht noch. Es ist tatsächlich frisch. 13, 14 Grad ungefähr hier oben. Wir sind 4 Kilometer durch einen Tunnel gefahren, ja, habe ich auch vorher nicht gewusst. Diese Bergbahn ist also wie gesagt auf Schienen, ganz normalen Zug, hat man hier hoch und auf so einem Werbe-Info-Video haben wir dann während der Bahnfahrt das gesehen, dass hier also die Schienen und diese Bahn quasi in den Berg, in die Zugspitze reingebaut wurde, so ein Tunnel reingebaut wurde. Und der ging eben, wie gesagt, 4 Kilometer komplett im Dunkeln, komplett in einem Tunnel. Richtig geil. Ich weiß jetzt nicht, da unten ist, das ist glaube ich Schnee, was wir hier sehen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die weißen Dinger hier sehen könnt. Das ist tatsächlich Schnee. Hier liegt also wirklich noch vereinzelt Schnee, obwohl es hier so warm ist. Aber das wird wahrscheinlich Eis sein, sage ich mal. Ne? Und ich denke, bevor wir jetzt hier gleich in die Gondel hochfahren, gehen wir jetzt nochmal den Weg da runter und ein bisschen Schnee anfassen. Einfach mal so am 31. Juli. Why not? Ne? Leute, es ist unglaublich. Wir stehen hier tatsächlich am 31. Juli auf Schnee in Deutschland. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber wir stehen tatsächlich im Schnee. Es ist unfassbar. Unfassbar geil. Ich glaube, es war genau das Richtige, was wir gemacht haben. Auf die Zugspitze zu fahren. Ich kann es gar nicht tausendmal, könnte ich das noch wiederholen. Guckt euch bitte mal da hinten diesen Ausblick an. Brutal. Der Hund reißt mir ständig an der Leine, an der Kamera. Guckt euch das bitte an. Das ist faszinierend. Wir sind jetzt natürlich hier dieses kleine Stück Berg oder wie auch immer das heißt. Hier unter uns sind wir jetzt runtergelatscht. Da müssen wir jetzt gleich wieder hoch. Das wird natürlich ein bisschen anstrengend, aber dann werden wir uns jetzt gleich mal auf den Weg zur Gondel machen und dann an den höchsten Punkt Deutschlands. Reaching for the stars.
So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt gerade von der Gletscherspitze, von der Zugspitzspitze, oder wie auch immer man das auch nennt, sind wir jetzt eine Station runtergefahren mit der Gletscherbahn. Und jetzt wollen wir, jetzt hat natürlich der kleine Bergmann, wie sagt man, Feuer gefangen? Nee, ist jetzt Feuer und Flamme, was Gondelnfahren angeht. Ne? Deswegen gucken wir jetzt, werden wir jetzt mit der nächsten, jetzt müssen wir erstmal mit der Bahn fahren wieder, mit der wir auch hochgekommen sind, fahren aber nur eine Station und steigen dann dort um in eine Gondel und fahren mit der Gondel dann irgendwie weiter oder, ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht. Auf jeden Fall müssen wir ja irgendwie wieder an diesen Bahnhof kommen, wo unser Auto steht. So, wir sind wieder unten angekommen, heil wieder angekommen, 3 Kilometer tiefer auf der Erde sozusagen. Wir sind wieder auf deutschem Flachlandboden. Ne? Gut, wird hier wahrscheinlich auch ein bisschen höher sein als anderswo, aber trotzdem sind wir jetzt wieder im Tal. Ne? Also eine bombastische Erfahrung. Ich hoffe, ich habe genug Videomaterial, Filmmaterial und Fotos machen können. Fotos war ein bisschen schwierig. Es waren noch überall Geländer im Weg. Mein Stativ ist definitiv ein Stück zu klein. Konnte ich nicht übers Gelände drüber hinweg filmen. Also das war ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass es trotzdem noch ganz gut mir gelungen ist, da ein paar Aufnahmen einfangen zu können. Jetzt haben wir noch eine Stunde ungefähr mit dem Auto, bis wir zu Hause sind in unserer Ferienwohnung. Und was wir jetzt noch gesehen hatten auf der Fahrt, war so eine Hängebrücke. Ja, so eine, ja, man kann es nicht beschreiben, eine sehr, sehr lange, sehr hohe Hängebrücke. Wollten wir am Anfang gar nicht. Jetzt haben wir irgendwie Bock drauf. Und mal gucken, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Schauen wir mal. Mei, was eine fesche Musi, da in Tirol herein. Wunderschöne Musi. Schade, jetzt ist das Lied vorbei. Weiter geht's. So, meine lieben Kumpels, jetzt geht's los. Ihr seht die Brücke schon hinter mir. Da ist das Ding, 114 Meter Höhe, da wollen wir jetzt hoch und wollen geile Aufnahmen machen. Dazu, das hat uns die Vermieterin der Ferienwohnung gesagt, müssen wir allerdings noch ca. 10 Minuten Fußweg zurücklegen. Klar, wir müssen ja irgendwie 114 Meter hochkommen, ist ja logisch. Der kleine Bergmann zieht es vor, unten zu bleiben, mit dem Hund. Wir nicht. Die kleine Bergmann und ich starten jetzt. Freunde, das ist auf jeden Fall mega anstrengend. Unglaublich steil, das kriegt man aber nie auf ein Kamerabild oder in ein Video gezeigt. Ich will nach Hause. Ich werde gerade patschnass geschwitzt ins Auto steigen dann und 4 Stunden heimfahren. Habe ich ja richtig Bock drauf. So, meine Kumpels, wir haben es geschafft. Wir sind wieder da. Das war der letzte Koffer. Das Auto ist ausgeräumt. Meine Brille ist verschwunden. Wo habe ich die hingeschmissen vorhin? Ich bin nämlich patschnass geschwitzt. Ich habe keinen Bock mehr. Mir ist total ekelhaft heiß. Die ganze Wohnung hier ist unglaublich heiß. Oh, jetzt erstmal alles aufmachen zum Lüften. Das ist ja echt brutalst.
Aber wie gesagt, jetzt erstmal so, dass man mein Gesicht wieder erkennen kann. Machen wir mal so. Moment. So sollte man es einigermaßen sehen, genau. So, wir haben es geschafft. Wir sind zurück von unserem Trip. Wir waren in... Wo waren wir eigentlich? Wir waren in Bayern. Wir waren in Bayern in der Nähe von Ulm. Wir sind weitergefahren, haben dort gute Freunde besucht. Wir sind dann weitergefahren nach Österreich. Von Österreich sind wir wieder zurückgefahren nach Deutschland, um auf die deutsche Seite der Zugspitze hochzukommen. Jetzt ist mein Gesicht wieder dunkel. Und dann sind wir heute am Abreisetag nochmal auf die längste Hängebrücke der Welt. Wahnsinn, dann sind wir leider 5,5 Stunden mit dem Auto gefahren, weil Baustellen ohne Ende. Vielen Dank, Merkel, kann ich da nur an der Stelle nochmal sagen. Macht überhaupt keinen Spaß mehr, in Deutschland Auto zu fahren. Schon gar nicht im Sommer. Wobei ich jahreszeitenbedingt da eigentlich gar keinen Unterschied mache. Ekelhaft, alles zweispurig. Und wenn dann endlich eine dritte, vierte Spur dazukommt, dann darf man nur 100 fahren. Also verstehen muss man das nicht. Ne? Liebes Verkehrsministerium, macht euch da mal Gedanken, weil sonst fahre ich in Zukunft nur noch mit dem Zug. Spaß macht's definitiv. Keinen mehr. 5,5 Stunden total sinnlos in der Gegend rumgegurkt, bis wir endlich zu Hause waren. Wurden dann direkt von meinen Eltern zum Grillen eingeladen, beziehungsweise habe ich mich selbst eingeladen, gefragt, ob sie nicht Bock hätten zu grillen. Und da haben wir jetzt noch so 2 Stündchen ungefähr verbracht und jetzt sind wir eine große Runde nochmal mit der Elli gegangen und haben jetzt das Auto vorgefahren und komplett alles ausgeladen, Auto wieder weggeräumt, alles hier hochgetragen. Ausräumen mache ich aber definitiv. Morgen habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich brauche jetzt erstmal einen Eiskaffee, wenn ich dann ein bisschen Temperatur verloren habe, weil ich im Moment 50 Grad. Und dann trinke ich auch noch einen heißen Kaffee und dann versuche ich hier ein bisschen runterzukommen und den Abend ausklingen zu lassen. Das war der dieswöchige Vlog, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir noch Platz haben für noch mehr Videomaterial. Das schaue ich mir aber morgen alles an. So, meine lieben Freunde. Das war's. Ich habe es mir angeschaut, es hat nicht mehr gereicht. Ich habe sogar 2 Videos draus machen müssen, habe ich am Anfang schon erwähnt. Und dieses hier ist jetzt sogar schon über die 18 Minuten hinaus. Also alles ein bisschen länger, als das geplant war. Aber es war ja eben auch unheimlich viel drin in dieser Woche. Das war also der 2. Teil von Bergmanns Woche 27. Der 1. Teil ist natürlich auch auf YouTube. Ich werde es hier gegenseitig am Ende des Videos nochmal verlinken. Wer Bock drauf hat, schaut euch am besten 2 Teile hintereinander an und bleibt auf dem Laufenden, denn im Laufe der nächsten Woche gibt es das spezielle Zugspitzenvideo. Da will ich mir allerdings richtig Mühe geben und will es richtig geil machen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart, dass ihr uns begleitet habt nach Bayern, nach Österreich, auf die Zugspitze, auf die längste Hängebrücke der Welt. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir was in die Kommentare und, meine lieben Freunde, ich habe gesehen, über 50% der Zuschauer kommen von Twitter und über 50% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Das muss ich mal bemängeln. Ne? Also, schön aufs Abonnieren-Button drücken, auf den Abonnieren-Button drücken und mich abonnieren, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Wir sehen uns nächste Woche. Am Dienstag gibt es die Folge der Bergmann labert um 18 Uhr und am nächsten Sonntag gibt es den nächsten Bergmanns-Wochen-Vlog. Nummer 28, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. I run away.